Wir haben ja heute ganz besonderen Anlass, die Zivilcourage Tirol, von der gibt es einen Film, den könnt ihr dann im Internet anschauen. Ihr könnt es auch auf der Homepage dann anschauen. Und es gibt auch ein paar CDs. Die Eva Krismer hat mich gefragt, ja, könnt ihr eine CD haben, weil ich habe ja das Internet da gar nicht, ja, ich kann ja nicht das machen. Da habe ich gesagt, ja, wir machen ein paar CDs. Und haben dann alles arrangiert. Ich möchte nochmal der Eva Krismer nochmal herzlich danken, dass sie das Ganze arrangiert hat, da, dass wir das heute geschafft haben, von Kärnten rauf. Er ist von Klagenfurt, ich bin von Spital. Der Armin ist von Feldkirchen, sind wir heute aufgelöst. Und ich glaube, die Eva Krismer hat sich einen ordentlichen Applaus verdient. Ja? So, wir haben gehört, es wird eine Zukunft auch geben hier bei dieser Aktion, wo sich die Couragierten zusammenfinden, die Mutigen zusammenfinden. Und ich denke, die Eva Krismer als Frontfrau ist fast unser Jeanne d'Arc, Jungfrau von Orléans. Okay, und aber wir brauchen noch jemanden, der nicht nur Tirol macht, ja, wir brauchen noch jemanden, der den südlichen Teil macht. Vielleicht findet man noch einen Andreas Hofer, der dann im Meran ansässig wird und das Gebiet ein bisschen in Schwung bringt. Oder noch ein Speckbacher, der in Lienz ist, um die Tiroler Völker wieder zu vereinigen. Ja? Und das sage ich auch aus folgendem Grund, weil wir einfach zurzeit ein bisschen eine kritische Phase haben, auch in ganz Europa. Ihr wisst, dass die da an einem neuen Brandherd brandeln, da in der Ukraine. Und die Amerikaner wollen Geschäfte machen. Und die Europäer sollen dafür zahlen und wir sollten da einfach aufstehen und unsere Rechte verlangen und unsere Rechte durchsetzen. Und wie ihr wisst, in unserer Verfassung steht, das Recht geht vom Volk aus. Und wir haben da verschiedene Völker. Ich hoffe, ihr versteht es mich, ich rede Kärntnerisch. Wir Kärntner, wir sind drei Kärntner heute da. Und es gibt auch die Tiroler, das ist auch ein Volk. Und es gibt auch die Schwaben, es gibt auch die Brandenburger. In Oberösterreich und Niederösterreich, da haben wir die Österreicher. Also wir müssen ja schauen, dass wir diese Völker irgendwo wieder zu ihren Rechten verhelfen. Und das wird die Zukunft sein. Wir müssen es bald machen, in den nächsten ein, zwei Jahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wäre schön, wenn die Tiroler da auf dem Gebiet auch aktiv werden. Und für die Nachbarn da drüben, die haben immer noch ein Problem, die sind noch besetzt. Ja? Dass wir die deutschen Völker in den besetzten Gebieten befreien, wäre doch eine gute Sache. So, das war ein kurzer Ausflug, um auf die Thematik hinzuweisen. Heute haben wir am Anfang gehört, bitte schaltet die Handys aus, ich finde es super, danke. Und ich bin selber elektrosmog-sensibel und ich vertrete die Leute, die auch elektrosmog-sensibel sind, die Schmerzen haben, die nicht schlafen können, die alle möglichen Zustände haben im Kopf oder Schmerzen in den Gelenken. Und die sich regelrecht gequält fühlen von diesen Apparaten, die alle diese grässlichen Strahlen aussenden, die es in den letzten paar Millionen Jahren überhaupt nie gegeben hat. Und das ist auch der Grund, warum unser Körper sich nicht wehren kann. Er kennt das nicht. Und wenn er angegriffen wird mit so komischen Strahlen, dann fängt er halt irgendwo an. Und das erzeugt dann die verschiedensten Phänomene. Dann das nächste, was auch gekommen ist, über den Edgar Snowden, haben Sie sicher gehört. Man kann die Handys super abhören. Es gibt einen totalen Überwachungsterror. Das sind richtige Wanzen. Früher hat man müssen also ein Mikrofon oben hängen in die Wohnung, damit man das abhören kann. Heute kann man auch jeden, ich möchte nicht sagen, Dodel abhören. Mit dem Festnetz war es schwierig, da hat man sich in die Leitung einklemmen müssen. Das war sehr kompliziert. Und die Post gesehen, heute haben wir einen Leitungsabfall, da hat sich einer in die Telefonleitung eingeklemmt, der hört ab. Dieser kriminelle, hinterhältige Drecksack, der da abhört. Ja. Beim Handy geht alles durch die Luft, das ist so einfach: eine Antenne aufs Dach, ein Kabel im Keller und unten ein Computer von Nokia, der spielt alle Stückchen. Ja. Der sortiert aus, worüber reden Sie. Reden Sie über Politik, reden Sie über Drogen, Bomben, alles Mögliche. Es ist wirklich fürchterlich geworden, dass also diese Abhörgeräte für die übelsten Sachen missbraucht werden. NSA war ja lange im Gespräch, ja? Über ein super Buch, da zeige ich auch
was die Amerikaner alles machen. Sie dürfen das gar nicht. Ja? Die Österreicher dürfen das auch nicht. Nur die Telekom kann alles machen, denn sie hat diese ganzen Möglichkeiten. Ja? Wir drei haben gesagt, so, hoffentlich kommen die Notarien vom Verfassungsschutz. Weil wenn du draußen einer was gegen die NSA sagt, das ist ja vielleicht gar zu ungefährlich in Österreich oder gar in Deutschland, wo Deutschland doch besetzt ist von den Amerikanern. Ja? Und dann haben wir gesagt, naja, wir müssen die Verfassung schützen, dass die Verfassung sagt, das Recht geht vom Volk aus und die Völker sind die Kärntner, die Tiroler, die Schwaben, die Brandenburger, Steirer auch, ja, genau. Das sind die Völker und die müssen wieder die Rechte verlangen. So, warum rede ich jetzt eigentlich ein bisschen aggressiv über das Thema? Einfach, weil ich selber arge Schmerzen schon empfunden habe durch diese üblen Sachen. Da steht Schutz der Gesundheit vor Handy, Smart Meter. Hat er heute gut auch erklärt, ja. Diese Smart Meter vom Stromanbieter kann man einfach verbieten. Man kann sagen, raus, ich will das alte Gerät, wo das Ding so herumdreht. Man kann es verbieten und sagen, verschwindet es mit dem Funkmüll. Ich will das auf keinen Fall in meinem Haus haben. Was anderes sind da zum Beispiel die Mikrowellen. Ich hätte etwas mitgebracht. Das ist ein Mikrowellenofen. Und ich stecke den jetzt einmal ein. Ich wollte noch mal, und zuerst habe ich da so ein Messgerät. Kann man, ah ja, siehst du, da haben wir gleich das erste. Hört ihr das? Genau, das ist WLAN. Eine ganz üble Sache. Wir arbeiten konsequent daran, dass das verboten wird. Ich habe wirklich ein Problem, ein Hotel zu finden, wo kein WLAN drin ist, weil ich kriege Schmerzen, die wir alle Stunden unter und habe mir extra Strahlenschutzdecken mitgenommen, damit ich es übers Bett drüber tun kann, damit ich schlafen kann. Es wird wirklich verboten werden, wir arbeiten dran. Lasst euch nicht quälen von so einem üblen Zeug. Dieses Ding funktioniert auch mit WLAN. Da ist vorne ein Knopf drauf. Bitte schaltet das aus. Wenn das WLAN an ist, dann leuchtet ein blaues Licht. Die meisten Leute, die haben den Apparat angeschlossen, so mit einem Kabel. Ja. Funktioniert wunderbar, das Festnetz strahlt überhaupt nicht. Aber sie haben dieses WLAN nicht ausgeschaltet. Ich habe einen guten Bekannten gehabt, der hat gesagt, schauen wir mal meine Wohnung an, die man die anschaut. Der hat gerade vor sich das, am Schreibtisch den WLAN-Apparat von A1, das ist ein grässliches Zeug. Ja? Und daneben noch ein schnurres Telefon. Der hat dann 12 Finger dann Krebs gekriegt und ist ein halbes Jahr später verstorben. Grässlich. Ja? Es gibt viele Nachweise, dass es Krebs erzeugt. Das ist eine tödliche Maschine. Wenn euch die A1 oder Telekom da nichts Besseres anbietet, dann wechselt es einfach zu Tele2. Da haben wir so einen Apparat von Tilgin, da ist kein WLAN drin. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, eine Firma, die so etwas Grässliches erzeugt, mit der sollte man keine Geschäfte machen. Jetzt tut sich wieder etwas beim Handy bei euch. Ja? Vielleicht hat jemand das Handy noch eingeschalten und das ist wieder als ein Müll reinkommen. Ich glaube nicht, dass die Telekom jetzt einen Angriff startet da. Ja? Wir haben inzwischen gute Nerven. Ja. Das erste Gerät, das heißt Telekom. Und das da, ja. Telekom, und das ist von Tele2, Tilgin. So, das Handy hat wieder aufgehört. Aber ich bin jetzt eigentlich hergekommen, um euch das über den Mikrowellenofen zu zeigen. Vielleicht könnte der Wirt das WLAN ausschalten, vielleicht hört er das hinten sogar mit dem Lautsprecher. Und wenn ich jetzt diesen Mikrowellenofen einschalte, der ist natürlich abgeschirmt, weil Sie wissen, es ist grässlich und gefährlich, mit Mikrowellen zu arbeiten. Deshalb muss das Ding auch abgeschirmt sein. Und wenn ich es jetzt aber einschalte, schauen wir mal, was passiert. Ah ja, wir schauen. Das
kommen, du hast einen. Auf was brauche ich da an? Aha, siehst du, dafür braucht man Elektriker. So, jetzt ist er angegangen, ihr seht, das Licht ist auch angegangen. Ja. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt tut er erst einmal aufwärmen. Ich habe den nämlich nie in Verwendung, ich habe ihn mir auch nicht geschenkt. Es dauert immer ein bisschen, bis er dann anfängt. Also wie gesagt, das ist nicht der Mikrowellenofen, sondern das ist das WLAN vom Haus. Warum geht der nicht? Ja, das ist ein altes Gerät, aber das letzte Mal hat es noch funktioniert. Na gut. Jetzt haben wir es. Dieser Impuls war es. Ja? Das Brrrt, das ist durchgekommen. Ja? Mal schauen. Das übersteuert total. Ja? Das ist jetzt ein Durst, der kommt aus dem Mikrowellenofen. Ja? Und Sie sehen, es ist viel stärker als das WLAN da draußen. Das hat meine Damen bitte, wenn Sie wirklich so einen hässlichen Apparat haben, also eine tödliche Maschine, ja, können Sie den ja nicht oben einbauen, dann kriegen Sie den Krebs im Kopf. Bauen Sie den nicht da ein, dann kriegen Sie den Krebs in der Brust. Bauen Sie den ja nicht da ein, dann kriegen Sie den Krebs im Unterleib. So brauchen Sie nicht immer. Das ist wieder der da, ja. Da hat ein bisschen was gebraucht. Ja. So. Ich schalte es aus. Ich möchte Sie wirklich ersparen, diese Höhlenmaschinen, die Sie käuflich erwärmen. Auch diese hässlichen Handys, die Ihre Nachbarn klären. Und dann gibt es auch noch, eben mit diesen hässlichen Handys, quälen Sie nicht nur Ihren Unterleib, die Eierstöcke und die Herren, sondern sie quälen auch ihre Nachbarn, ihre Kinder, ihre Tante und so weiter. Gell? So, jetzt habe ich Mikrowellen, WLAN und Co. Vielleicht zu WLAN noch ein Wort. Ich bitte den Wirt vielleicht doch das WLAN auszuschalten draußen. Das wäre super. Daniel, du musst ihn fragen, ob er das machen kann. Das wäre sehr angenehm für mich. Danke. Ja. Es macht schwer zuzuhören. Es macht schwer zuzuhören. Ja, verstehe ich. Ja. Zu WLAN möchte ich noch Folgendes sagen. WLAN erzeugt ganz starke Schwindelzustände. Ist mir passiert, ich war auf einem Campingplatz an der Adria und gehe zur Rezeption und ich kriege ganz arge Schwindelzustände. Ich habe mich niedersetzen müssen, denke mal, was ist los? Jetzt bin ich über 50 und mir passiert das. Ich habe dann das Messgerät geholt, bin dann zum Mitarbeiter der Team gegangen und habe gesehen, dass da ein paar mit dem Notebook sitzen. Ja? Es war einfach der WLAN-Apparat dort an der Rezeption. Und ein Bekannter von mir hat mich angerufen und sagt, du, ich habe solche Schwindelzustände gehabt, wir haben sie ins Krankenhaus geliefert. Und wir gehen dann rüber und ich schaue, ja, tatsächlich da neben dem Gasthaus, wo sie war, ein ganz starker WLAN-Sender, ganz starke Impulse. Und wenn da ein paar Leute da viel runterladen, ist ein sehr starker Elektrosmog und der zeigt ganz starke Schwindelgefühle. Also wenn eure Bekannten zusammenbrechen wegen starken Schwindelgefühlen, dann wissen sie, die sind einfach in ein WLAN-Feld reingekommen. Und meine Aufgabe ist da einfach, die Leute zu schützen. So, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ganz kurz, Sie sehen da Bäume, die sind in Kroatien. Und wenn Sie genau schauen, dann ist der Baum auf der rechten Seite ein bisschen braun und da ist auch ein bisschen braun und da ist auch ein bisschen braun und das ist ein grün, grün, grün. Was glauben Sie, warum das so ist? Salz. Könnte Salzstreuung sein, oder? Es ist ein Meer unten, es ist ein ganzer Wald, nur solche Bäume. Es könnte Salz sein, natürlich. Die Kiefern wachsen am Meer, wunderbar. Na, der Grund ist folgendes: Es gibt auf der rechten Seite, das sieht man da drauf nicht, einen starken WLAN-Sender auf und Handysender, Mobilfunksender, und der strahlt von dieser Richtung auf diese Bäume. Natürlich brennen die Blätter auf dieser, die Nadeln auf dieser Seite zuerst ab. Klar?
Man nennt das die senderseitige Schädigung. Der Baum ist auf der Seite geschädigt, wo der Sender steht. Ich bin daher gekommen nach Delft, in der Nähe von der Pension, wo ich schlafe. Grässlich, die Fichten haben keine Wipfel mehr. Sie haben Unmengen von Nadeln, Zapfen drauf und sind stark geschädigt. Wie er gesagt hat, es kommt eben zu den genetischen Schädigungen der Zelle. Der Zellkern bricht. Das Problem von den Fichten und von den Laubbäumen ist, sie haben auch lebende Zellen. Genauso wie die Tiere, genauso wie die Menschen. Und was ich jetzt einfach sagen möchte, ist, wir arbeiten daran, dass der Mobilfunk komplett verboten wird, der private. Weil das Nächste, was auf uns zukommt, ist, dass die Fichten mehr und mehr absterben werden. Also die Fichten da in Delft haben schon ganz arge Schäden. Wir können nochmal einen Vortrag organisieren über die typischen Baumschäden, wie wir über das heute auch noch ein bisschen reden. Ja? So. Ich möchte Ihnen kurz sagen, wir sind also in Kärnten aktiv, wir haben eine Klagenfurter Gruppe und sehen uns jeden vierten Mittwoch im Monat im Spital, jeden ersten Mittwoch im Monat. Von bis daher sind es ca. 500 Kilometer, ich habe das ausgerechnet. Ja. Über Elektrosmog haben wir heute schon einiges gehört vom Kollegen Rebernick, er macht das super und er misst super und ist ein Profi auf dem Gebiet. Und ich als Leiter der Selbsthilfegruppe Elektrosensibilität muss natürlich jene Leute schützen, die sensibel sind und die Schmerzen empfinden und Krebs kriegen und Burnout und Tinnitus und den ganzen Zeug. Es gibt eine neue Erkrankung, das ist Elektrohypersensibilität. Sie kann auch anerkannt werden, genauso wie Husten oder Blinddarm oder so weiter. Ja? Ganz arme Leute. Und wir müssen auch die schützen. Ist innerhalb der Ärzteschaft schon anerkannt. Es gibt ein genaues Verfahren, wie man das nachweist. Wir haben in Kärnten den Dr. Schmidt, der macht das sehr gut. In Tirol ist der Dr. Fuchs der Chef von der Umweltarzt von der Ärztekammer. Und der Fuchsig heißt er, ja. Und der kennt sich auch sehr gut dabei aus. Wer sonst da in Tirol noch kompetent ist, weiß ich nicht. Ja? Das ist mein erster Vortrag in Tirol. Die Frauen wollen sich vor allem über die Gesundheit informieren, wenn sie in unsere Selbsthilfegruppe kommen. Und da ist eben Krebs, Burnout, Tinnitus immer ein Thema. Die Männer interessiert die Hausinstallation. Und da möchte ich gleich mal das Wichtigste vorführen. Das ist also Schaltleisten. Wenn Sie einen Fernseher haben und dann noch ein, wie heißt denn das, Modem dafür für einen SAT-Receiver und die anderen elektrischen Teile, stecken Sie die alle da drauf, ja? Und am Abend, wenn Sie schlafen gehen, schalten Sie das ganze Zeug einfach aus. Ja, ist so einfach. Und Sie haben über Nacht schon um vieles, vieles weniger. Kann ich nur empfehlen. Nein, das kriegen Sie in jedem Baumarkt. Das ist eine ganz normale Leistung. Es geht nur darum, dass man diese Sachen, die auf Standby sind, ausschaltet und hat man dadurch viel weniger Elektrosmog im Haus. Ja? Spart auch Geld. Genau, ja. Die Männer interessiert über Hausinstallationen, haben wir heute einiges noch erfahren. Echelon, das ist übrigens das Überwachungsprogramm der Amerikaner. Riesen Parabolschirmen überwachen sie jeden. Weil Sie wissen, alle Leute wollen den Pentagon in die Luft jagen und den NSA und den CIA, weil er so viele Kriege macht. Oder auch in Österreich haben wir das Überwachungsprogramm, Überwachungsterror. Und da habe ich schon ein bisschen erzählt über Snowden Edward, der mutig genug war, darüber zu reden. Ja. Meine Empfehlung ist, schmeißen Sie das blöde Abhörgerät einfach weg. Sie werden total überwacht über das. Ihr habt eine super Studie, die ist gemacht worden von der AUVA, von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Und die haben nachgewiesen, dass sich die Gehirnströme ändern. Wenn Sie telefonieren, schon 5 Minuten später, funktioniert Ihr Hirn nicht mehr richtig. Was glauben Sie, wie lange diese Schädigung anhält, auch wenn Sie aufhören mit dem Telefonieren? Bleibt Bitte? Gleich
gleich lang wie das Telefonieren, oder? Gleich lang wie das Telefonieren. Nein, es dauert 50 Minuten, bis Ihr Hirn wieder normal funktioniert. Ihr Gehirn wird total manipuliert. Ihr Denken wird manipuliert. Sie denken danach anders. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen wachrütteln, was das bedeutet. Schmeißen Sie das Zeug weg. Unsere Empfehlung ist, schmeißen Sie das Zeug weg. Warten Sie 3 Monate und Sie werden sehen, dass die Welt draußen anders ausschaut, als wenn man permanent mit falschen Wellen bestrahlt wird. Schmeißen Sie es weg, warten Sie 3 Monate und dann denken Sie wieder selber. Das sind die Erfahrungen aus unserer Selbsthilfegruppe. Und wir haben auch viele mutige Burschen, die sich im Internet immer recherchieren, was sind die letzten Neuigkeiten, was man mit diesen Gehirnen von menschlichen Körpern aufführen kann und machen kann. Der Hauptpunkt ist, dass das ganze Zeug mit Mikrowellen funktioniert. Ich habe es euch vorgeführt. Wir kriegen Informationen vom Handy auf den Kopf. Und im Atemreport 47, da waren wirklich Profis, die sagen, vermeiden Sie das, also schmeißen Sie das weg, vermindern Sie, telefonieren Sie nur kurz im Handy, wenn schon, im Notfall. Und das nächste ist schützen. Und schützen ist auch ein wichtiger Punkt. Ich schütze mich zum Beispiel mit meiner Strahlenschutzkappe. Es gibt auch Strahlenschutztücher für die. Das war das erste, das hat es noch vor 10 Jahren gegeben und vor 5 Jahren. Und die haben wir dann so ein Tuch gekauft und haben wir das herumgetan. So. Und dann bin ich dann so durch die Stadt gegangen. Und dann sagt mir eine gute Bekannte von mir, du Sepp, was hast du, was ist los da? Und du sagst, die sagen, du bist, weißt du, was irgendwas verkehrt? Ja. So, das schaut fürchterlich aus. Ich habe mich schlau gemacht und irgendwann bin ich auf die Strahlenschutzkappen gekommen. Die hat innen ein spezielles Gewebe und das schirmt dann praktisch den kompletten oberen Teil ab. Und seitdem kann ich wirklich viel, viel besser denken. Ich habe ein Problem, ich kann nicht mehr denken, wenn ich in einen starken Strahlungsfeld reinkomme. Auch beim Autofahren. Alle 300 Meter ist ein Handymasten und ich kann jetzt wieder weiter Auto fahren. Früher war das fürchterlich, ich habe alle Zustände gekriegt. Es gibt auch Strahlenschutzhemden. Es gibt auch Strahlenschutzunterhosen für die Herren und für die Damen. Bitte, das ist jetzt keine Verkaufsveranstaltung, ich verkaufe euch nichts. Sagen Sie, was ich euch verkaufe. Wenn ihr es haben wollt, das mal zum Selbstkostenpreis. Es gibt schon DVDs darüber, welche Gesundheitsschäden entstehen. Kostet 14 Euro. Über Waldschäden auch um 14 Euro. Ist also Selbstkostenpreis. Und eine Broschüre über die Schädigungen an Kindern, Vögel, Bienen, und Menschen, das von Deutschland, gebe ich weiter um 7 Euro, ist auch der Selbstkostenpreis. Etwas, was ich euch noch sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ihr Informationen haben wollt, dann tragt da ein, euren Namen und die E-Mail-Adresse. Und ich nehme das mit nach Hause und gebe es in meinen Computer rein. Dann kriegst du im Monat 1 bis 2 Aussendungen, immer über die letzten Neuigkeiten zum Thema Elektrosmog. Ja, ich habe jetzt ungefähr 300 Leute im Archiv und wenn es mehr sind, ist gut. Und wenn es interessiert, ist sicher klar, so, aber ich werde von Kärnten sicher niemand anrufen oder einen Brief schreiben. Ja. Aber wenn es interessiert, dann können Sie das bekommen. Ich gebe es da raus und lasse mir so rumgehen bis da vorne. Ja. Also ihr könnt bitte, wenn ihr eine E-Mail-Adresse, Namen und E-Mail-Adresse. Ja, mein Name und E-Mail-Adresse steht auch da drauf, gell? Auf einem der Zettel. Ja. Maische Zararik Gege. So, etwas, was ich Ihnen jetzt als nächstes vorführen möchte, das sind diese Schnurlostelefone, weil manche Leute glauben nicht, dass die so gefährlich sind. Und zwar das Problem bei diesen Schnurlostelefonen ist, dass die 24 Stunden lang Strahlungen aussenden, auch wenn man nicht telefoniert. Ah, da wird die schwerhörig. Das WLAN hat er immer noch nicht abgeschalten. Ich stecke das jetzt da ein. Und jetzt geht nichts, weil ich muss da erst einmal dort aufdrücken, damit sich da Strom ist. Hört ihr das? Das ist der Sprechteil, mit dem man dort gehen kann.
Ich habe nicht telefoniert. 24 Stunden knallt das. Das habe ich von einem Direktor, der konnte am Arbeitsplatz nicht arbeiten. Der ist so gesessen und hinten auf der Kommode war genau dieses Gerät. Ich habe es ihm gezeigt, ich habe gesagt, bitte schön, er das. Der hat sich gleich drauf ein normales Telefon gekauft. Kennt ihr das mit dem Kabel? Ja? Wenn man da abhebt, dann ist man mit einem Kabel verbunden da. So, kann man weiter weggehen. Das funktioniert überhaupt nichts. Das ist 30 Jahre. Die neueste Erfindung, bitte. So ein Telefon mit Anrufbeantworter und Sie sind geschützt. Und den Apparat, bitte, wenn ihr Krebs gehabt habt, zeigt es den Burschen an. Das ist von der Firma Gigaset. Das ist tödlich. Krebs, Burnout, Hirne, Augen werden amputiert, Nerven werden amputiert. Die Leute kriegen Hirntumore. Es ist grässlich. Wir müssen schauen, dass der Müll verschwindet, dass der Müll verboten wird. Da habe ich noch so ein schnurres Telefon. Das ist von meiner Nachbarin. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und zur Ahnung hat mir gesagt, es gibt den Herrn Rebernick, der kennt sich aus, ob es von dem kommt. Er misst bei mir in der Wohnung, sagt, das ist nicht am Masten da draußen, 300 Meter entfernt. Da oben drüber ist ein schnurres Telefon. 380 Mikrowatt haben wir gemessen. Sag's euch. Telefoniert ist noch ärger, weil dann strahlt es auch noch. 24 Stunden hat es gestrahlt. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr meine Zeitung lesen, ich konnte überhaupt nicht mehr lesen in meiner Wohnung. Ich dachte, was ist los? Jetzt bin ich ein bisschen über 50 und ich kann nicht mehr lesen. Ja? Haben wir es weggetan? Davon hat der ganze Zirkus aufgehört. Haben Sie keinen Einfluss auf die Mitmieter? Natürlich. Also das Beste ist, man hat ein eigenes Haus in einem Garten draußen, wo man nicht einen blöden Handysender hat, einen blöden WLAN-Sender hat, einen blöden Nachbarn hat, jemand, der ihn quält, irgendeinen sadistischen Typen, vielleicht mit WLAN oder mit einem Handy. Ja, das braucht man nicht. Jetzt bin ich ein bisschen vielleicht scharf im Formulieren, aber ich sage es euch, ich muss die Kranken schützen. Wer ist besonders empfindlich? Das sind Leute, die Metallplatten haben im Kopf. Wir haben eine Dame, die leidet ganz fürchterlich. Ja. Metallprothesen, Rückenmarksverletzungen, Schädelverletzungen und alte Menschen, die leiden sehr stark. Und zum Beispiel eine Frau, die hat ganz extreme Hitzewahrnehmung, wenn ihr Nachbar oben nach Hause kommt, in der Nacht um 10 Uhr und sein WLAN einschaltet. Dann spürt er auf einmal ganz heiß. Sag, es ist grauenhaft, ja. Ich schaue aufs Thermometer, das hat 24 Grad. Völlig verfälschte Hitzewahrnehmung. Ein Mann, Taxifahrer, der hat dann irgendwann mal ein Funkapparat gehabt und hat dann seine Taxifahrer durch die Gegend geschickt. Die haben dann im Laufe der Zeit haben sie dann Handys gehabt, die waren dann billiger. Ist er gestorben. Er hatte 4 Hirntumore im Kopf. Den ganzen Tag ist er vor dem Funkgerät und vor die Handys gesessen und ist an den Hirntumoren verstorben. Eine Frau, Angestellte, überhöhte Werte zu Hause und an der Arbeitsstelle. Überhöht sind 200 Mikrowatt, 700 Mikrowatt total überhöht. Also außen könnte man tolerieren 10 Mikrowatt. Innen könnte man tolerieren 1 Mikrowatt. Heute bei der Pension, wo ich schlafe, das ist dort beim Kreisverkehr, wo ich in Einfahrt, auf der Wiesen draußen, habe ich gemessen 1760 Mikrowatt in Delfs. Das in einer Entfernung von ca. 300 Meter. Es ist grässlich. Wir müssen schauen, dass wir das Zeug verbieten. Burnout, immer ein Thema. Ein Pizzakoch war so ganz interessant. Er hat gesagt, du Seppi, was, du magst das, kannst von dem kommen. Dann sage ich, ja, wieso? Und dann sage ich, ja, ich brauche jetzt eine spezielle Bestrahlung am linken Auge. Ja? Dann frage ich, ja, telefonierst du mit dem Handy? Weil ich denke mal, am linken Auge. Ja, sag ich, ja, wie telefonierst du? Ja, eigentlich so. Und dann habe ich gefragt, ja, und wenn die Gäste dann eine Pizza bestellen, weil das ein Pizzaservice auch, dann sage ich, ja, natürlich rechts schreiben. Ja, nur was das Handy? Ja, links. Er hat rechts geschrieben, das Handy war links. Wo hat er den Krebs? Links oben. Gibt es viele Studien, die das auch nachweisen.
Der Krebs entsteht auf der Seite, wo das Handy gehalten wird. Was braucht man mehr? Es ist Massenmord. Wenn den Leuten dann die Augen rausgeschnitten werden oder die Gehirne oder die Tumore oder die Brüste oder die Gebärmütter und so weiter. Es ist schrecklich. Es ist Massenverstümmelung. Es ist Massenverkrüppelung. Es ist das Grässlichste, was in den letzten 100 Jahren an Waffen entwickelt worden ist. Und die machen noch ein Geschäft damit. Wir müssen schauen, dass das generell verboten wird. Für Polizei, für Rettung, für lebensrettende Maßnahmen kein Problem. Weil es ist so wenig. Kurze Gespräche, da tut sie nichts. Wir müssen schauen, dass es verboten wird. Es gibt keine andere Möglichkeit. Unser Körper kennt diese Welle nicht. Er kann damit nicht funktionieren. 19% der Menschen sind elektrosmog-sensibel. Das ist jeder Fünfte. Und die Rettungsleute, die sind dann abgetroffen, wenn man das reduziert auf Rettungsleute? Ja, Rettungsleute sind auch verboten. Da gibt es die Möglichkeit, dass man im Auto drin eine Halterung macht. Sobald Sie das Handy reintun, geht es über eine Außenantenne, dass sie sich innen geschützt. Die armen Leute, die draußen herumstehen müssen, die sind dem eben ausgesetzt. Aber ich würde sagen, für lebensrettende Maßnahmen, Polizei, Rettung und so weiter, okay, geht nicht anders. Da ist es wichtiger. Aber zu sagen, du Schatz, bring mir doch den Kaffee ins Wohnzimmer mit dem Handy. Unsinn. Das ist Massenmord. Sie quälen ihre Familie. In der Politik ist es durchaus bekannt, dass der alte Gesundheitsminister, jetzt ist er Infrastrukturminister, Sie finden eine Broschüre von ihm auch drin. Er sagt auch, Handy ja nicht in die Hose, ja nicht da rein, im Auto nicht telefonieren. Und warnt davor. Bürgermeister haben ein Problem, wenn sie den Masten aufstellen, bilden sich immer Bürgerinitiativen. Und wir helfen auch den Bürgerinitiativen, was sie machen können. Jetzt komme ich zum weiteren Punkt, das sind die Baumschäden. Insbesondere an den Fichten. Ihr wisst, die Fichten sind das Wichtigste für unsere Bauern. Eine gesunde Fichte hat einen Wipfeltrieb und sie macht jedes Jahr einen Rodel. Ja, wisst ihr, da tut man dann die Kugeln draufhängen, ja, um das bekannt zu nennen. Gut, das war der Verkehrte. So. Jetzt erkläre ich Ihnen, warum Fichten so stark reagieren. Die Fichten schauen nämlich aus wie eine Antenne. Und die Antenne übernimmt die kurzen Wellen oben, die mittleren Wellen hier, die langen Wellen unten. Und die Fichten hat die kurzen Äste oben, die mittleren Wellen hier und die langen Äste hat sie unten. Die Fichte muss alle Wellen übernehmen. Eine Welle sind sehr elektrische Sachen. Ja. Funktioniert dann mit Funk, mit elektrischen Apparaten. Und da ist auch eine Masse dabei. Und diese Masse wird dann über den Stamm abgeleitet in die Wurzeln. Und dort tritt es dann über in die Erden und dort verbrennt es dann die Bakterien. Und dann entstehen ganz typische Schädigungen an den Bäumen. Nur deshalb sterben die Fichten als erstes. Bei den Blätterbäumen kann man zuschauen, in der Nähe von den Hennemasten, dass sie schon im Juli die Blätter herunterbrennen. Die werden braun, ringeln sich ein und fallen runter. Man wundert sich, warum hat der Baum keine Blätter mehr im Juli oder im August. Das ist diese Mikrowellenwirkung direkt vom Sender. Ihr könnt es anschauen in Delfs, überall in der Nähe von den Handysendern. In den 80er Jahren haben wir gehört, was von Lametta-Syndrom. Plötzlich sind sie draufgekommen, dass die Äste ganz schwach nach unten hängen. Kein Wunder. So stehen die Äste raus und die Welle geht da durch und die Welle will sich Richtung Erdmittelpunkt entladen und sie zieht einfach die Zweige nach unten. Das war früher nie so. Und wenn es die 24 Stunden und jahrelang hinunterzieht, dann zieht es den Ast runter und die Zweige auch. Das ist der Grund. Sehr einfach. Es ist so einfach, dass ich kein Universitätsprofessor sage, das entspricht den Gesetzen der ganz normalen Physik. Kronenverlichtungen. Ich sage das deshalb, weil ich habe diese Berichte dann von der Kärntner Landesregierung gelesen. Sie wissen nicht, warum eben in den Kronen so viele Zapfen drauf sind, warum die Fichten alle die Nadeln verlieren. Man kann durch diese Fichte durchschauen. Das hat es hunderte von Jahren nicht geben.
Aber sie wundern sich, die Experten. Aber sie sagen nichts. Vom Minister runter bis zum Abteilungsleiter in der Landesregierung. Wie dicht. Dieser Apparat ist dicht. Und ich sage euch, diese Apparate halten dicht. Und deshalb ist die Lösung nur das eine, dass die Völker sagen, wir wollen nicht länger gequält werden. Und dass die Völker auch verlangen, wir verlangen Frieden in Europa. Es geht nur so. Hier habe ich den Kärntner Umweltbericht aus dem Jahr 1999. Dann haben sind Kronenverlichtungen festgestellt worden, ganz offiziell. Und wisst ihr, was 2000 passiert ist? Es gab keinen Waldschadensbericht mehr. Es gibt seit 2000 keinen Waldschadensbericht mehr. Und die Bäume werden mehr und mehr kaputt. Die Fichten haben 50-80% der Nadeln verloren, wenn nicht schon der Käfer draufgegangen ist. Wir wissen, wenn eine Fichte geschwächt ist, geht der Käfer drauf. Das ist altbekannt. Ja? Ich habe auch telefoniert mit der BOKU, der Chef, der zuständig ist, der hat mir gesagt, schicken Sie mir keine Bilder mehr. Ich habe die typischen Bilder geschickt und dann genau beschrieben und auch mit Messwerten. Die Antwort war, senden Sie mir keine Bilder mehr. Ich habe dann gesprochen mit dem BFW, Bundesamt für Wald. Das ist ein Staatsbetrieb, werden aus Steuergeldern bezahlt. Er sagt mir, schicken Sie mir 300.000 Euro und wir werden anfangen, das Studienmaterial zu studieren. Seit 30 Jahren sagen mir die Bauern, das Baumsterben kommt von den Handysender. Die halten nicht vom Minister runter bis zum Abteilungsleiter in der Landesregierung. Das Problem ist euch vielleicht eh schon aus praktischen Erfahrungen auch bekannt. Wir können diesen Leuten nicht vertrauen. Ist es, sie schmeißen das Handy weg, dann machen sie die Bäume nicht hin, die Eltern nicht kaputt. Toter Wipfel, so schaut der tote Wipfel aus. So schauen Bäume aus in der Nähe von Mobilfunksendern. So schaut ein Ost aus. Ah ja, das Typische kann ich euch sagen, das Typische am Mobilfunk, an der typischen Mobilfunkfichte oder am typischen Mobilfunkbaum ist, der Wipfel ist abgestorben, es bilden sich im oberen Bereich hunderte bis tausende kleine verhutzelte Zapfen und dann im unteren Bereich hat er fast keine Nadel mehr. Das ist die letzte Aktion vom Baum. Bevor er abstirbt, will er sich nochmal schnell vermehren. Können Sie schauen, auf den Bäumen, wo sich massenweise Zapfen bilden, der ist noch 3 Jahre später tot. Das ist Mobilfunktod. Senderseitige Schädigung ist, habe ich schon eingangs erklärt, wenn der Sender da steht, dann fallen da auf der Seite die Blätter runter und die auf der Seite erst später. Dann haben sie gesagt, ja, es gibt die Klimaerwärmung. Wir haben Berge bei uns in Kärnten auch, in der Nähe von den Berghütten auf 1800 Meter, wenn da oben ein Sennemosten ist, haben die Fichten genau dieselben Schäden. Also da oben spielt die Klimaerwärmung mit Sicherheit keine Rolle. Es ist diese Mobilfunkstrahlung, diese Mikrowellenstrahlung aus den Sendern. Chemie ist ein Blödsinn. Chemie ist immer weniger geworden. Sie haben über Filter eingebaut. Der saure Regen, das war dann in den 90er Jahren aktuell. Da ist es auch nicht. Das schaffen die Fichten locker. Das Salz ist es auch nicht. Es sind die Mobilfunksender. Es ist der Mobilfunk, WLAN. Das Zeug. Senderseitige Schädigung in St. Veit neben der Eisenbahn. Man sieht, dass da zum Beispiel Baum da mehr Nadeln drauf hat als da. Und da sieht man es noch besser. Das könnte man sagen, ja, das ist die Eisenbahn. Da sehen Sie ein Loch, da sehen Sie ein Loch. So schaut es dann aus. Der Sender steht auf der linken Seite. Oder da war ich unten auch in Kroatien. Da sehen Sie diesen WLAN-Sender am Campingplatz. Und diese Bäume haben eine komische Form. Der Stamm geht da drauf und da hat er noch Nadeln. Im Detail schaut es dann so aus. Ihr seht, dass auf der Seite die Nadeln braun sind. Kann man das sehen, dass der fast keine Nadeln mehr hat auf dieser Seite? Auf dieser Seite hat er noch viele Nadeln. Bei dem ist genau dasselbe. Senderseitige Schädigung. Von der Seite kommt es und das schädigt.
Wegen der Klimaerwärmung möchte ich sagen, ich war auch in der Toskana, da gibt es wenig Fichten. Das ist eine Stadt in der Toskana, die ist wirklich sehr heiß. Im Sommer hat es manchmal 40 Grad. Habe ich gefunden in einer Mulden Fichten, die ganz gesund ist. Sie hat einen Wipfeltrieb, sie hat die Rodel, man kann das genau sehen. Und ein Stück weiter auf einem Hügel, so ein Fichten, Lametta-Syndrom, der Wipfel abgestorben. Der hat sehr viel Schäden. Noch als weiterer Beweis, das sogenannte Hauskantensyndrom. Und so, der Sender, wenn da Haus steht, strahlen die Wellen da über dem Haus drüber und treffen den Baum dann da oben. Ja? Wohingegen die Wellen, die dann runtergehen, werden durchs Haus gestoppt und der Baum da dahinter ist dann ziemlich geschützt. Und man kann dann genau sehen, dort wo die Wellen drüber gehen, hat der Baum Schäden, dort wo er geschützt steht, hat er keine. Sauer Regen? Nein. Klimaerwärmung? Unsinn. Salz? Unsinn. Ihr könnt das überall sehen in Delfs. Schaut ein bisschen rum, wo ist der Sender, wo ist ein Haus? Und dann schaut dieses typische Phänomen an. Das Waldsterben wird verursacht durch Mobilfunk, durch die Mikrowellenwirkung, durch diese Erhitzung der Nadeln und auch durch die sogenannten athermischen Wirkungen, also die über die Erhitzung hinausgehen. Ich sage das deshalb, weil es werden die Fichten sein und ich suche alle Bauern, sich zusammenzuschließen und ihre Schäden einzuklagen. Sie brauchen nicht zur Staatsanwaltschaft gehen und dort das melden. Ja? Sie sind kein Messtechniker, brauchen Sie auch gar nicht sein. Sie melden das der Staatsanwaltschaft und sie muss das alles registrieren. Und das bricht der Telekom das Genick. Der Amitsreiter und die Leute, alle, die haften lebenslang dafür. Bei den Firmen ist ein Problem, die ändern alle 4 Jahre. Einmal heißen sie A1 und dann heißen sie Telekom und dann heißen sie T-Mobile. Die können das über diesen Trick abwenden. Ja? Aber wenn sie die Vorstände und die Aufsichtsräte zur Verantwortung ziehen, die haften lebenslang für diese Sachen. Es ist völlig bekannt. Ja? So, ich weiß, es ist eine heiße Sache. Wir müssen sie angreifen, wir können davon nicht davonlaufen. Genauso wie nicht wie vor den amerikanischen Panzern oben in Lettland. Und da müssen wir auch aktiv werden. Ich zeige Ihnen nur noch das in Köln. Sehen Sie diese vielen Zapfen da oben? Da sind die Hausdächer, da hinten ist der Sender. Dieser Baum hat da im oberen Bereich diese Schäden. Der Wipfel ist komplett verkrüppelt, die Rodel bilden sich nicht aus. Und er macht unheimlich viel Zapfen. Das sieht man auch bei uns. Da ist ein St. Veit, da ist das Haus. Bis daher ist der Baum geschützt. Da verbuscht der Baum total. Es ist völlig unnatürlich. Und da bildet er unheimlich viel Zapfen aus. Weil da oben kriegt er von allen Sendern aus dieser Richtung die volle Strahlung ab. Deshalb sieht dieser Baum so aus. Das ist nicht der Sauerregen oder sowas. Ja, die stark bestreute Bäume verlieren die Blätter, die Kastanien, da geht die Miniermotte drauf auf der Kreuzung. Der wird mehr bestreut als die anderen Bäume, die zwischen den Häusern drin stehen. Die kriegen viel weniger ab. Deshalb haben diese Bäume Blätter drauf und der keine mehr. Ich habe das gezeigt, eben die Sender, die da in der Nähe stehen. Oder das eine, was dann passiert, die Kastanien blühen dann noch einmal. Am 22. August, weil da kommt so viel Hitze, dass die Kastanie sagt, na wunderbar, jetzt haben wir wieder Sommer, ich blühe nochmal. Komplett veränderte. Was sehr häufig auch sehen können, ist der tote Waldrand, weil die Fichte da am Rand muss den gesamten Elektrosmog übernehmen und ableiten. Und die Bäume dahinter kriegen schon viel weniger ab. Deshalb sterben die Bäume am Waldrand als erstes. Alle Bauern in Tirol und in Kärnten wissen, die Bäume am Waldrand waren die stärksten, weil die kriegen am meisten Licht. Und da sind die Äste bis am Boden runter. Jeder Zentimeter Licht wird genutzt. Und jetzt ist das eine, dass die Bäume, die alleine stehen, waren früher die stärksten, sind jetzt die schwächsten. Und die am Waldrand stehen, die sterben als erstes. Und der Tod, der schreitet dann von Jahr zu Jahr weiter. Ich war in Sardar, dasselbe Problem, der Waldrand stirbt, 740 Mikrowatt, total überhöht. Es freut mich, dass die Zivilcourage couragiert wird und immer couragierter wird, dass wir sagen, wir greifen als Volk, als Tirol, als Kärntner dieses Problem auf und wir werden das lösen und wir werden gesetzliche Regelungen verlangen, dass dieser Unfug beseitigt wird.
Ja, vielleicht Folgendes. Ich mache gerne Urlaub in Rabatz unten. 2011 haben die drei Bäume so ausgeschaut. Das ist also diese kleine Würstelbude. Und dann war 2012 und haben die Bäume so ausgeschaut. Seht ihr das? Total verbrannt. Es war für mich erschreckend. Es war das erste Mal, dass ich ein Waldsterben gesehen habe. Dass der gesamte Wald verbrannt wurde. Das sind 7 große Hotels, in jedem Hotel 300 bis 800 Leute. Und jeder Todel telefoniert da mit dem Handy und die Bäume werden aus vielleicht 2000, 3000 Handys bestrahlt und von Handysender, der ist komplett abgestorben. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es aus, das sind alle tot. Ja. Man sieht da nur ganz ein bisschen, da hinten ist noch ein bisschen grün, ja. Aber alles andere war braun verbrannt. So hat es dann ausgeschaut. Sie sehen da. Das ein Hotel, da hinten ist ein Hotel und dieser Waldstück ist abgestorben. Dort in der Mulden ein Baum, da ein Baum, der noch grün ist. Und hinten, seht ihr, alles grün. Einfach, das Hotel besteht aus Stahlbetonwänden, die Strahlung geht nicht raus, jetzt regelt das Handy total hinauf, sie kriegen die volle Ladung ab vom Handy und draußen die Bäume sterben, weil der Sender sagt, ich habe einen schlechten Empfang, ich muss voll strahlen. So schaut das jetzt aus. Also ein paar Bäume haben überlebt. Sie sehen da auf der Seite nichts mehr drauf, auf der Seite nichts mehr drauf. Und hinten ungefähr 3/4 der Bäume haben sie wegschneiden müssen. Sie haben sogar die Wurzelstöcke ausgegraben, damit man nichts mehr sieht. Das ist die Methode. Das machen sie auch bei uns in Kärnten. Schrecklich. So schaut das jetzt aus. Früher war es ein dichter Wald, hat man nichts gesehen. Und jetzt sieht man zwischen den Bäumen das Hotel durch. Das ist der Täter, der Verursacher. Und natürlich diese verantwortungslosen Leute, die mit Mikrowellen lebende Zellen bestrahlen. Bitte hört auf damit. 260 Mikrowatt habe ich da gemessen. Jetzt noch ein schönes Bild von einem gesunden Wald. Das gibt es bei uns auch noch. Ein kleiner Seitengraben, weit ab. So schaut der gesunde Fichten aus, komplett dicht, man kann nicht durchsehen. Die Zweige stehen nach außen, sie hängen nicht nach unten. So schaut es im Detail aus. Bis zu 7 Jahren bleiben die Nadeln drauf. Bei manchen Fichten haben wir nur mal ein Jahr Nadeln drauf. So stark sind die schon geschädigt. Und das bei 0,08 Mikrowatt. Und das ist der Bereich, wo wir hinkommen müssen. 0,08 Mikrowatt, da funktioniert das Handy nicht mehr. Glaubt es mir. Wir müssen diesen Müll loswerden. So wie Asbest. Ja? Und Kontergan. Elektrosmog ist so wie Asbest, giftig und kontagan, weil das sind wirklich entartete Gestalten dann rauskommen plötzlich, genetisch veränderte. Das darf es nicht mehr geben. Ihr dürft euch daran nicht beteiligen. Hört bitte auf damit. Ihr quält euch selber, andere Menschen und mich. Ja, wie kann man sich vor Elektrowaffen schützen? Vielleicht kurz zeige ich euch das, wie kann man Elektrowaffen selber bauen. Ihr findet Anleitungen im Internet, haufenweise. Das Einfachste ist, wir nennen das M-Programm. Ich habe das heute gerade, was heißt das M? Das heißt Sadomaso. Ja. Andere sagen, das heißt Schwiegermutterprogramm. Egal, wie man es nennt. Aber sie machen einfach Folgendes. Durchs Metall geht nichts durch, weil sie müssen ja ihre Gesundheit schützen. Wenn sie sagen, ich habe da irgendetwas gegen den Nachbarn oben drüber, dann nimmt er so einen Kübel, dann tut er das rein. Da, ja. Und dann nimmt es vielleicht noch einen Kübel. Einer noch so ein Ding. Dann gibt es da rein. Ja. Und das auch noch dazu. So. Und dann stellst du es vielleicht am besten auf einen Kasten drauf. Gell. Wenn ihr wisst, okay, da oben liegt euer Erzfeind oder wer auch immer. Man kann es variieren, soll er eher wahnsinnig werden, man müsste es am Kopf bringen oder am Bauch ein Superkrebs oder auf der Brust irgendwo amputieren oder so, das kann es dirigieren. Ja. Und ihr müsst euch schützen davor, weil es gibt so boshafte Leute. Es ist so einfach zu machen, ich brauche 2 Minuten, um euch das zu erklären. Jetzt braucht ihr unbedingt ein Messgerät, weil die bösen Leute wollen euch nämlich quälen. Klar? Und wenn ihr jetzt das Ding in Schwung bringt, dann steckst du es einfach an. Jetzt muss ich ein bisschen runtergehen, so. Weil das Ding strahlt nach oben und natürlich kriegt die Reflexion auch. So.
Ich kann euch nicht sagen, wie viel, es übersteuert total. Der einfachste Elektrowaffen. Wenn du es noch verstärken wolltest, das hat ja nur 2 Watt. Das sind nur gut 2 Apparate, das wäre schon 4 Watt. Ja. Das Ding hat 300 Watt. Das ist ein kleiner Bauteil drin. Das ist ganz leicht zum Ausbauen in das rein. Der 300 Watt. Und dann schickt er das hoch. Bran, bran. So einfach ist es, Elektrowaffen zu bauen. Und wirklich, ich sage euch, kauft euch also ein Messgerät. Es gibt böse Leute, die wollen die Wohnung freistrahlen. Wenn sie alle wegsterben, wird die Wohnung frei. Man kann sie dann günstig übernehmen. Die Leute werden bezahlt dafür. Ja? Dass das Handy ein Abhörgerät ist und der Wanze. Also so schützt man sich. Ihr braucht ein Hochfrequenzmessgerät. Es ist wichtiger, es ist lebenswichtig. Das wird immer wichtiger werden. Das Handy ist ein Abhörgerät, der Wanzen wegschmeißen. Das Handy ist eine Fernsteuerung. Es beeinflusst Ihre Gedanken. Es gibt Studien darüber. Können Sie nachlesen. Atemreport 47. Die Gehirnströme werden verändert. Das Denken wird verändert. Ja, jetzt kommen wir zum, ich habe gesprochen über Menschen, jetzt über Pflanzen, jetzt rede ich über Tiere. Ich habe in der Schweiz einen Bekannten und der hat daneben einen riesen Sendemasten, wir haben zusammen Vorträge gehalten und hat dann gezeigt, was bei ihm passiert ist, dann im Stall. Und so schauen die Schweine aus, die da rausgekommen sind. Die Bauchdecke war nicht geschlossen. Und dann ist eben das eine passiert, dass eben da nach der Geburt auch nicht nur das Ferkel rausgekommen ist, sondern die ganzen Gedärme auch. Und das ist ein anderes, auch Strahlungsschäden. Meine Damen, schützt unbedingt euren Unterleib. Handy ja nicht da reinstecken, auch nicht da rein, auch nicht da rein. Ja? Braucht es ja nicht wundern, wenn ihr Blasenentzündung kriegt. Und genetische defekte Föten sind problematisch loszuwerden. Ja, nicht das Handy in den Kinderwagen rein. Ja, nicht das Kind mit dem Handy spielen lassen. Kinder unter 16 Jahre, Handyverbot, absolutes Handyverbot. Sagen die Ärzte. Machen Sie das. Ich weiß, die Propaganda von der Telekom schaut anders aus. Denen sind ihre Hirne egal. Oder sie kriegen noch viel Geld für die Datenvermittlung und für die Adressen. Die Bienen finden nicht mehr zurück. Habe ich da eine sehr gute Beschreibung auch drüber. Dann die Kühe werden blind. Ich könnte Ihnen einige Geschichten erzählen von Bauern, was die mir erzählt haben. Nicht um 1 Million würde ich wieder an Handymasten auf den Stall aufsetzen lassen. 10 Handyregeln haben wir schon gehört, jetzt nur mal das mit den Kindern. So wenig und so kurz wie möglich telefonieren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollten Handys nur für den Notfall mitführen. Und jetzt habe ich wieder etwas mitgebracht über einige Plakate. Vielleicht hat der eine oder andere irgendeinen Zugang zu den Büros oder zu Schulen oder zu Kindergärten. Die kann ich dir gratis abgeben. Ihr könnt es auch gratis bestellen bei der Ärztekammer. Ist so groß und da sind diese Handyregeln alle drauf. Ja? Von der Wiener Ärztekammer. Das ist super, ist wirklich eine super Möglichkeit, das zu propagieren in jede Klasse, so ein Plakat. Ihr könnt ruhig sagen, mein Bub geht bei Ihnen in die Klasse, in dieser Klasse hängt so eins. Und bitte ins Konferenzzimmer auch, weil die Lehrer sollten ja einen blassen Dunst haben. Ja? Das ist sehr wichtig. Sie können da welche mitnehmen, ich habe also 10, 20 mit. Gratis, ja, ich habe es auch bestellt. Und so. Andere Möglichkeiten, wie Sie sich selber schützen können, stehen da alle drauf. Ja? Unsere Empfehlungen sind einfach: schmeißen Sie das Handy weg, habe ich dir gesagt. Schnurloses Telefon, habe ich vorgeführt, das ist grässlich. Dann. Das WLAN deaktivieren im Computer, im Notebook, im Modem, im Drucker, neuerdings habe ich gelesen, sogar auf der Waschmaschine gibt es ein Modem drauf. Da gibt es WLAN drauf, das ist fürchterlich. Und wenn Sie dann durchs Fenster Mobilfunksender sehen,
Dann montieren Sie einen Strahlenschutzvorhang, das gibt es auch. Der schaut aus wie ein Stor und schirmt sehr gut ab. Die Elektrosmog-Sensiblen, die wollen auch leben, sie wollen auch mit den Bussen fahren, deshalb verlangen wir Handy- und WLAN-Verbot in allen öffentlichen Bussen, haben wir in Kärnten noch nicht durchgesetzt. Im Zug gibt es bei den Regionalzügen immerhin vorne einen Waggon, wo Handy und WLAN verboten ist. Haben wir schon durchgesetzt. Dann Handy- und WLAN-Verbot in Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten und Arztpraxen. Das Ganze steht auch auf dem Zettel drauf, den ich Ihnen gegeben habe. Und wir wollen auch mobilfunkfreie Bezirke und Täler schaffen, wo die Elektrosmog-Sensiblen leben können. Schmerzfrei. 19% der Menschen werden zuerst dahin flüchten, bis wir es alle geschafft haben, dass dieser Müll verboten wird. Noch etwas Interessantes, in den 80er Jahren haben sie gesagt, wir müssen die Leute alle chippen. Ja, vielleicht hat einer oder andere gelesen, George Orwell 1985, er hat völlig recht gehabt. In den 80er Jahren haben die Militärs gesagt, wir müssen die Leute chippen, das haben sie gleich angefangen, die Schweine chippen, die Rinder chippen, die Hunde chippen, die Pferde chippen, damit sich die Leute ans Chippen gewöhnen. In den 90er Jahren haben wir alle Probleme gehabt, alle ein Glück gehabt, vielleicht wisst ihr das nicht, in den 90er Jahren sind sie draufgekommen, sie müssen die Leute nicht chippen, weil wenn man die entsprechende Frequenz hat, kann man die Information gleich aufs Hirn tragen. Wir brauchen nicht mehr gechippt werden. In den 90er Jahren, ja. Heute haben wir 2015, das ist der Stand der Technologie. Ihr Denken wird beeinflusst. Tragen Sie ein Tuch, tragen Sie einen Koppen, dann ist es schwieriger. Ich habe bei manchen auch Erfolgsbegehren dabei, dass das Chippen verboten wird. Wir sind leider ausgegangen, ungefähr 30 haben das Volksbegehren dabei. Geht es damit zum Standesamt, wo ihr registriert seid, unterschreibt das und sendet das an einen Kriegskollegen von mir, den Herrn, steht der Name drauf, von St. Veit. Ja, genau, beim Volksbegehren steht es drauf, sendet es dann mit einem Post an ihn nach St. Veit an der Glan. Ja, aber bitte zuerst dort bestätigen, ich bin dagegen, dass ich gechippt werde. Der Heinz Kraschl, ja genau, der macht das. Der braucht nur noch einige Unterschriften. So, vielen Dank für Interesse. Also mal schauen, ob ich noch was übersehen habe in meinem ganzen Waffenarsenal. Ah ja, genau. Wenn Sie sich nur mal schützen wollen gegen das Abhören, nehmen Sie am besten so Metalldosen, gibt es für Keks, da tippst du das Handy rein. Und dann kann man es von Ferne nicht einschalten. Ja, die Telekom schaltet ihr Handy aus. Es könnte ja sein, dass Sie es auch einschalten können, wenn Sie abhören wollen. Einfache Möglichkeit ist dann noch so Aluminiumpapier. Das gibt es beim Schokolade dabei oder so auf Rollen, gell? Das kennen Sie alle. Da können Sie das Handy einpacken, dann kann es nicht mehr aktiviert werden. Ja, und dann... Etwas möchte ich noch sagen, viele Leute leiden an Kopfschmerzen, an Schlafstörungen, nehmen an Schlafmittel, müssen Psychopharmaka nehmen, wenn sie durch Burnout zusammenbrechen. Und wir empfehlen eine ganz natürliche Sache, das ist Melatonin. Weil diese Hitzewelle, die stört die Melatoninproduktion. Und dieses Melatonin erzeugt das eine, dass sie abends, wenn es finster wird, wenn also die Lichtwelle schwächer wird, dass sie müde werden, anfangen zum Gähnen und einschlafen. Und dieser Elektrosmog und diese Hochfrequenz, die stört diese Produktion und dann bleibt man munter, kann in der Nacht nicht schlafen, nicht durchschlafen, kommt nicht in die Tiefschlafphase und in der Früh ist man ganz müde, kann kaum aufstehen, ist fertig. Wir empfehlen also, nehmen Sie bis 10 Milligramm Melatonin. Das ist völlig natürlich und Sie ersparen sich dann Kopfschmerzmittel, Psychopharmaka und diesen ganzen Müll. Ja? Es ist ein Hormon. Es ist ein Hormon, genau. Ja? Das wäre die Ausschüttung von Hormonen. Nur etwas ganz Wesentliches ist, wenn Sie wirklich ein Handy benutzen müssen, geben Sie es immer in so eine Tasche rein. Ja, nicht da tragen, nicht da tragen, nicht da tragen, in eine Tasche und legen Sie es 2 Meter weg. Wirklich, da haben Sie tausendfache weniger Bestrahlung, als wenn Sie es in die Hosentaschen tun. Die Männer müssen ein Viagra nehmen, die Frauen haben Probleme, dass sie gesunde Kinder kriegen.
Dann das eine, was Sie noch machen können. Ja, ich weiß, wie alten auch dran, dass es dort verboten wird. Ja. Es gibt solche Plakate, die kann man an die Tür hängen, im Krankenhaus, in der Schule, da kann man draufkleben. Es wirkt wunderbar. Ja. In Klagenfurt, ich habe es nicht geschafft, im Krankenhaus offiziell das zu verbieten, aber die Krankenschwestern sagen, in meiner Abteilung ist das verboten. Sie picken das draußen auf die Tür und die Leute, die draußen sitzen, sehen, aha, da ist Handyverbot. Super. In der Schule, Handyverbot. Im Kindergarten, Handyverbot. Das Allerwichtigste ist dieses Kabel. Machen Sie alles mit Festnetz und über Kabel. Schädigt überhaupt nicht. Ist Ihr Leben 3 Euro wert? Hm? 5 Euro für so ein Kabel? Ein Festnetz und das ein Kabel? Und der ganze Funk ist weg. Dieses Übel meine ich. So, ich glaube, jetzt habe ich das durch. Da finde ich noch etwas Lustiges. Der letzte Gag, können Sie in China bestellen. Wenn jemand anruft am Handy, steckst du das ins Handy rein, das ist da drinnen und die nehmen dann ganz elegant den Hörer und sagen, hallo, wer ist da? Ja, wie geht's? Und alle wundern sich, aha, der telefoniert übers Kabel, wie geht das? Der letzte Schrei, natürlich ein kompletter Unsinn. Handy wegschmeißen und dann passt es. So, und so wäre ich jetzt am Ende meiner Ausführungen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich habe da noch ein paar Sachen zum Abgeben, ein paar Prospekte. Nein, Prospekte habe ich keine mehr, aber wie gesagt, ein paar Informationen. Ah ja, etwas habe ich noch da. NSE ist ein super Buch, Überwachungsterror in Deutschland, ist ganz übel. Die Kriegspropaganda der Amerikaner in Deutschland. Stress. Ja, genau, komme ich noch dazu. Ja. Hm. Stress durch Strom und Strahlung. Und das ist ein Standardwerk, da steht wirklich alles drin von Mees. Ist ein super Werk. Kaufen Sie sich das, weil es wird in der Zukunft immer ärger werden und wir müssen das lösen. Ja? Das Hauptproblem ist die Zusammenarbeit von kriminellen Konzernen mit korrupten Abgeordneten und korrupten Verwaltungsleuten. Das ist das Hauptproblem. Die Konzerne kaufen sich die Gesetze. Das Ganze läuft, früher haben sie es über Finanzierung von Abgeordneten gemacht, jetzt sind ein paar im Gefängnis gelandet, jetzt geht es nicht mehr, jetzt läuft es ganz offiziell über Parteienförderung. Ja? Sagen, der Satz kostet so viel, der Satz kostet so viel und wir fördern ja nur die Parteien. Der gekaufte Staat, ein sehr gutes Buch, wo dieser Filz zwischen kriminellen Konzernen und korrupten Leuten sehr gut beschrieben ist. Und jetzt dann da noch zum Abschluss von Peter Kutzer, Strahlenschädigung. Er hat mehrere Bücher geschrieben, wie es den Leuten geht, wenn sie mit Elektrowaffen angegriffen werden. Ja, das ist ganz, ganz übel. Über das möchte ich heute gar nicht reden, weil das ist so übel, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Was sind Elektrowaffen? Elektrowaffen, Sie können sich das kaufen. Das sind mehr oder weniger starke, so wie das, was ich gezeigt habe. Das macht so einen Elektronenstrahl nach oben. Ja? Und Elektrowaffen, die kann man sich kaufen bei Nokia, die Militärs nutzen das alles, zum Beispiel im Irakkrieg auch, ich erkläre das kurz, die sind einfach mit dem Hubschrauber oben drüber gefahren über eine Stellung, die 10, 20 Meter in der Erde drin ist, normalerweise schwer auszuheben, und die fahren mit dem Hubschrauber drüben und pulsen einen ganzen starken Strahl auf diese Stellung. Die Leute drin werden wahnsinnig, sie haben fürchterliche Schmerzen und laufen schreiend aus dem Bau heraus. So, und dann gehen wir jetzt pack, 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 und dann sind sie weg. Das ist der militärische Einsatz. Die Amerikaner haben das, alle haben das. Mit Sicherheit die Deutschen und mit Sicherheit auch die Österreicher. Sie müssen einfach mithalten. Ja? Und es gibt aber noch den anderen kriminellen Teil, wo Berufskiller sagen, ja, das ist ja wunderbar, Elektrowaffen. Ich richte einen gepulsten Strahl auf eine Wohnung, die Leute werden wahnsinnig oder kriegen Krebs oder brechen zusammen und sagen, ich ziehe dort weg, ich gehe in den Graben raus, ich halte das nicht mehr aus. Die verdienen wirklich viel Geld mit diesen Waffen. Sie können im Internet nachschauen, sie kriegen im Ostblock alles. Alle Frequenzen und alle Stärken. Passt nur nachschauen. Ja? Mikrowellen-Terror, das habe ich auch irgendwo angegeben, diese E-Mail-Adresse. Schaut es nach.
Da können Sie das informieren. Und ich sage es euch, dafür gibt es einen Anzeigenschutz und das ist also ein Gerät. Mit dem können Sie immer feststellen, ist da was oder kann ich es umleben? Oder will mich jemand umlegen? Oder will mich jemand quälen? Ich weiß, es ist ein grässliches Thema, es ärgert mich selber, aber es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Meine Vorgängerin hat mir gesagt, bitte schön, Sepp, führ das weiter und erzähl den Leuten. Biologie, oder? Es gibt in Deutschland was, eine Firma, die heißt iShield, schreibt sich Y-S-H-I-E-L-D oder Y-Shield, müsste man da eigentlich sagen. Die verborgen auch solche Geräte. Ich glaube, das kostet so über 30, 40 Euro. Es gibt aber gute Geräte um 200 Euro oder beim Konrad schon um 170 Euro. Das kostet 400 Euro, ich habe ein besseres gekauft, damit ich genau sagen kann, von woher kommt, kommt die genaue Strahlung. Das ist ungefähr, ja. Wie heißt der Verbraucherschutzberatung? Das Gerät ist von Gigahertz Solutions, heißt die Firma. Wie nennt man das? Das ist ein HF-Analyzer, Hochfrequenz-Analyzer. Und die messen von 800 Hertz bis 3000 Megahertz. Das ist also der übliche Frequenzbereich, ob da alles drauf GSM, Radar, das militärische Radar, auch dann GPS, ich habe drauf UMTS, dann Decktelefon, Microwave, also die Mikrowellen und WLAN, also die häufigsten Anwendungen, ja, ist da alles drauf. Und Verbraucherschutzberatungsstellen bieten das nicht an, oder dass man das leihen kann über Verbraucherschutz? Das ist ja wirklich der Name schon, Verbraucherschutz. Ja, da weiß ich noch nichts. Ich weiß nur, dass es eben bei der Firma iShield zum Ausbeugen gibt. Ein Spezialist ist auch der Armin Rebernick. Seine Telefonnummer haben Sie, rufen Sie ihn an. Er gibt Ihnen da in den Details gerne Auskunft. Schauen Sie im Internet nach. Es gibt wahrscheinlich auch andere Firmen. Ich würde nicht für eine spezielle Werbung machen oder so, sondern einfach informiert euch, wo es das gibt. Und jetzt möchte ich eigentlich dann bald einmal meinen Vortrag beenden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und damit also den Vortrag dann beschließen. Wir haben wirklich lange gebraucht, viel länger, als ich es eigentlich gedacht habe. Dankeschön. Ja.